Hört ihr das? Das ist mein Autositz, nicht mein Rücken, zum Glück nicht. Das ist ja ganz neu, ne? Schön. Ja, mache ich die Musik gleich ein bisschen lauter. Erstmal ein ganz liebes Hallo in die Runde. Na, meine Lieben, geht es euch gut? Ich hoffe doch. Also mir geht's gut. Ich werde jetzt mal eine kleine Einkaufstour machen. Ich fahre zu DM, zu Aldi. Da mag ich ja super gerne ein bisschen stöbern. Ich brauche auch ein paar Sachen für den Kühlschrank. Ich war ja noch gar nicht richtig einkaufen nach dem Urlaub. Also wir waren ja Samstagabend zurückgekommen. Und da war ich mit dem Colin einmal ganz kurz noch bei Rewe drin, um so die nötigsten Sachen zu holen, wie Toastbrot, Butter und so weiter. Wir hatten ja gar nichts mehr. Aber das reicht natürlich jetzt nicht für die Woche und ich muss ja auch nachher Mittag machen und so weiter. Werde ich einkaufen zu DM und das Wichtigste, wenn ich ja eh schon unterwegs bin, dann werde ich mal in die Buchhandlung reinhüpfen. Drückt mir mal die Daumen, dass ich den zweiten Band bekomme von Tami Fischer. Wisst ihr, ich habe doch im Urlaub ein Buch gelesen. Wie hieß das nochmal oder wie heißt es immer noch? Pretty Scandalous, genau. Und da brauche ich jetzt den zweiten Band unbedingt. Und dann gucke ich mal, ob ich für den Colin noch eine Federtasche bekomme. Der hat sich nämlich online eine ausgesucht. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich auch gleich mal im Schreibwarenladen gucken. Das bietet sich ja an. Das mache ich jetzt erstmal alles und dann sehen wir uns später auf jeden Fall wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. It will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. Schon wieder Taschenkontrolle, aber ich muss euch enttäuschen. Ich überlege gerade, nee, von Aldi habe ich euch nichts mitgebracht, aber von DM habe ich euch eure Würstchen mitgebracht. Die bekommt ihr gleich, okay? Also, diese hier, diese, wie heißen die nochmal, Gyoza, die kenne ich auf jeden Fall. Die habe ich schon öfter mal im Restaurant gegessen und die mag ich so gerne. Gesundheit, die wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Die mache ich einfach in der Heißluftfritteuse mal warm. Und dann kann ich euch ja berichten, ob die schmecken. Da gibt es auf jeden Fall einmal hier Veggie und ich glaube, das andere ist dann mit Fleisch. Habe ich jetzt nicht genau geguckt. Genau. Bin ich schon sehr gespannt. Habe ich zweimal mitgenommen. Ansonsten ist mein Einkauf jetzt nicht wirklich spannend. Die Ella sieht das zwar ein bisschen anders, nicht wahr? Ja, was hat die Mama mitgebracht? Wir müssen mal in den anderen Korb gucken. Nee, sonst ist hier nichts Spannendes drin. Den Joghurt mag ich super gerne. Aber das bringt euch jetzt auch nicht weiter, ne? Nö. Nichts Spannendes. Komm, wir gucken mal in den Korb, oder? Ja, aua. Das ist wieder typisch ich. Das ist immer so. Das ist auch, wenn ich mich an den Schreibtisch setze. Warum? Warum bin ich so ein Tollpatsch-Nadler? Warum ist Mama so ein Tollpatsch? Und nein, ich habe noch keine Batterie gewechselt in meiner Fernbedienung. So, jetzt schnappe ich dich. Jetzt habe ich sie gefangen. Wir bekommen gleich Besuch. Ja, wir bekommen gleich Besuch. Meine Freundin kommt gleich. Ja. Mein Schatz, ich habe schon ganz fleißig aufgeräumt. Noch ein bisschen mehr aufgeräumt als sonst. Obwohl, ich muss sagen, es ist eine Freundin, da müsste ich es überhaupt nicht. Aber ich habe das mal zum Anlass genommen. War eh allerhöchste Eisenbahn. Oder was sagst du? So, ich war ja gestern ein bisschen los. Also ich war ja bei Aldi gewesen. Diese einen Gemüsetaschen, wie heißen die nochmal? Gyoza oder so. Die habe ich gestern Abend noch gemacht in der Heißluftfritteuse. Haben mir gar nicht geschmeckt. Jetzt habe ich zwei Packungen gekauft. Das wäre typisch, ne? Naja, werde ich wohl irgendwie noch essen. Das ist mein Einkauf von gestern. Also jetzt nicht von Aldi, sondern das versteht sich von selbst. Habe ich euch, glaube ich, auch gezeigt gestern. Da musste ich ja erstmal durch den Zoll, nicht wahr, Frau Nahler? Aber ich wollte mir doch ein Buch kaufen. Also das zweite Band habe ich euch auch alles schon erzählt von Tami Fischer. Aber es ist natürlich, wer hätte es gedacht, es ist nicht bei einem Buch geblieben. So, und dementsprechend zeige ich euch die jetzt. Es sind ein paar mehr geworden, es sind genau genommen vier. Ich habe hier einmal, oh, das ist was Gefährliches, von Jason Rekulak, oder wir sagen das mal auf Deutsch, Rekulak, Schlafenszeit.
Ich muss einmal ganz kurz gucken, woher der Autor kommt. Von dem habe ich auch noch nichts. Moment, ich habe es gleich. Ach, aus Philadelphia, okay. Ich sage jetzt trotzdem Ricolac. Dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall sieht es ganz gefährlich aus. Albträume erwachen, wenn diese Tür sich schließt. Und dann sind da auch so ein paar Bilder drin. Die habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Die Freude wollte ich mir nicht nehmen. Man muss ja die Spannung noch so ein bisschen aufrechterhalten. Ja, ich bin gespannt. Werde ich demnächst lesen. Ich habe das jetzt so für mich festgestellt, dass ich gerne einen Roman lese und danach was Spannendes. Mal gucken, ob das so bleibt. Das kann sich bei mir auch ständig ändern. Aber im Moment finde ich diesen Wechsel immer richtig gut. Dann habe ich ein Buch mitgenommen. Das habe ich auch schon so lange auf meiner Liste, von Elsie Silver, Flawless. Das ist dieses hier. Das müsste eigentlich, was ist das? New Adult Buch sein. Darüber kann ich jetzt gar nicht viel erzählen. Also auf jeden Fall ist das ein Roman, wahrscheinlich ein Liebesroman. Werde ich dann erzählen, wenn ich das gelesen habe oder dabei bin. Ja, das war der Grund, warum ich in der Buchhandlung war. Ich war bei Thalia gewesen. Da habe ich mir jetzt das zweite Band geholt. Ja, Pretty Savage, süßer als Verrat. Ja, bei diesen Büchern geht es ja eigentlich auch um Rache. Das ist ja auch so ein Thema für sich, könnten wir uns auch drüber unterhalten. Ist ja gar nicht meins. Also sicherlich habe ich das mal so mit 13, 14 oder so in mein Leben gelassen, dass man so gedacht hat, oh, da muss ich mich aber jetzt rächen. Aber rächen, das kann nicht das Richtige sein, oder? Wie seht ihr das? Ich würde niemals auf die Idee kommen, das überhaupt zu denken. Also ich würde niemand etwas Schlechtes wünschen. Da bin ich wirklich ehrlich. Natürlich finde ich nicht immer alles gut, was man mit mir macht. Da bin ich auch enttäuscht oder verletzt. Aber dann ziehe ich meine Konsequenzen. Aber rächen, dann würde ich denjenigen ja viel zu viel von meiner Energie geben. Hat derjenige ja gar nicht verdient, oder? Wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Habt ihr das Rachegelüste? Da komme ich jetzt nur drauf, weil es in den Büchern drum geht. Das war auch der Grund, warum ich unter anderem gedacht habe, das Buch ist nichts für mich. So mit High Society, Elite, Rache, da habe ich gedacht, nee, also da hört es jetzt auf. Aber wie gesagt, ne, das Buch hat mich ja anscheinend doch eingefangen. Guck mal, du hast mich angesabbert. Da kann sie aber nichts für. Ihr wisst ja, ne, sie hatte ja letztes Jahr Krebs. Da wurde ihr ein Teil vom Kiefer entfernt. Und dann sabbert sie natürlich jetzt auch ein bisschen mehr. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin total glücklich, dass es sie überhaupt noch gibt. Ne, mein Schatz? So, dann geht's weiter. Dann habe ich noch ein Buch. Und zwar von Brittany Cherry, Was wir im Stillen fühlten. Dieses hier, das ist auch ein Liebesroman. Ja, was sonst, ne, von ihr. Von ihr habe ich schon ein paar Bücher gelesen und war bis jetzt immer begeistert. Obwohl, da war doch ein Buch. Ist das auch von Brittany Cherry gewesen? Ich weiß das gar nicht. Wer? Nee. Ich meine Colleen Hoover. Habe ich jetzt durcheinander bekommen. Bin ich völlig durch den Tüdel gewesen. Was war denn das für ein Buch? Das habe ich abgebrochen. Ich meine diesen Roman von Colleen Hoover, wo die sich in der Geschichte immer einmal im Jahr zum gleichen Datum treffen. Ihr wisst, welches Buch ich meine, oder? Das habe ich abgebrochen. Das habe ich nicht geschafft durchzulesen. Das fand ich so langweilig. Naja, gut. Dann habe ich von Nanunana noch eine Postkarte. Hier. Brauche ich nicht erklären, ne? Ist ein Smiley drauf. Fand ich richtig toll. Benutze ich dann als Lesezeichen. Und bei Nanunana habe ich noch so ein Körbchen mitgenommen. Das möchte ich mir ganz gerne auf den Nachttisch stellen. Oben im Schlafzimmer. Und dann kommt da mein aktuelles Buch rein und meine Lesebrille und ein paar Taschentücher vielleicht. Ach, und dann habe ich hier nur so ein paar Buntstifte. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich war ja einmal ganz kurz auch für die Kinder was gucken. Ich hatte aber für Colin leider keine Federtasche bekommen. Das war alles ausgesucht, ne? Ist ja gerade auch Einschulung. Da ist alles ausverkauft, ne, mein Schatz? Da habe ich jetzt hier nur ein paar Radiergummis, Buntstifte, nichts Dolles. Und einmal von Legami, so ein Stift, den fand ich ganz süß, das ist so ein Bär, den habe ich auch bei Thalia an der Kasse liegen gesehen, habe ich jetzt für Julian nochmal mitgenommen, der findet die nämlich auch richtig toll. Das war's auch, so, ich würde sagen, wir machen die Kamera jetzt aus,
Wie gesagt, meine Freundin kommt gleich. Ich freue mich schon ganz doll. Und dann schnacken wir einfach später nochmal weiter. Wie sitze ich hier eigentlich? Schön Elle raus. Ja, Mama macht auf cool. Warum auch nicht, oder? Es ist der nächste Tag. Können wir bitte einmal für die Akte festhalten, dass ich heute Morgen beim Sport war? War ganz fleißig. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich pausiert habe. Also ich musste auf jeden Fall eine neue Kraftmessung machen. Ich mache ja immer so ein Zirkeltraining. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie das geht. Und ich bin auf jeden Fall weitaus schlechter als das letzte Mal. Aber das baue ich alles wieder auf, ne? Ist überhaupt kein Problem, aber ich sag euch eins. Seitdem ich 40 geworden bin, und das ist ja nun auch ein paar Jährchen her, geht's bei mir körperlich bergab. Außer ich gehe regelmäßig zum Sport. Und ich weiß auch nicht, warum ich da nicht am Ball bleibe, weil ich ja merke, dass es mir gut tut. Allein schon, wenn ich die Hundedamen hier fütter und mich dann logischerweise immer bücken muss, das geht viel geschmeidiger, wenn ich rechtzeitig, wenn ich, Das weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Na gut, lassen wir das. Themawechsel. Ich glaube, das ist ein Zeichen für Themawechsel. Könnte man jetzt rausschneiden, mache ich aber ja nicht, weil das ist ja meine eigene Challenge, dass ich grundsätzlich nichts rausschneide. So gut es geht. Also ich glaube, ich habe das bestimmt schon mal gemacht, aber eigentlich will ich das nicht. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Und jetzt werde ich erstmal Mittagessen vorbereiten und ich habe übrigens schon ein hübsches Kleid an. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, woher ich das habe, das habe ich schon Uhrzeiten. Denn heute Abend, ihr könnt euch das denken, treffe ich mich wieder mit meinen Mädels. Heute gehen wir ein bisschen weg miteinander, also ein bisschen tanzen und essen. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich auch ein Sommerkleid anziehen. Wer weiß, wie lange man das noch tragen kann. Aber heute sind 30 Grad oder so. Moment, ich gucke einmal ganz kurz. Also ich glaube 30. Ist letztendlich ja auch egal, aber jetzt will ich es wissen. So, jetzt gucken wir einmal ganz kurz, was die App sagt. Wetter. 28, na gut, fast. Morgen 29. Oder was? Moment, jetzt habe ich falsch geguckt. Nee, morgen auch 28. Alles klar, wissen wir Bescheid. Apropos morgen, ich habe hier schon die Haselnusskerne liegen. Ich will morgen unbedingt einen Kuchen backen. Das machen wir gemeinsam, definitiv. Da lasse ich euch das Rezept auch hier in der Videobeschreibung. Und heute gibt es bei uns, da brauche ich euch jetzt nicht so detailliert mitnehmen, es gibt zum Mittag, ich muss selbst überlegen, mediterranen Reis. Dann habe ich hier dieses Fake-Gyros-Fleisch. Das ist auch ganz lecker. Ich mag aber dieses Dönerfleisch lieber. Habe ich bei Edeka gekauft. Sieht so aus. Ich finde das irgendwie leckerer, das Dönerfleisch. Aber das ist immer ausverkauft. Warum wohl? Und ja, Reis. Da muss ich gleich nochmal das Gemüse schneiden für den Gemüsereis. Dann habe ich hier noch so ein kleines Fladenbrot. Gibt es dazu einen kleinen Salat? Dann, ach ja, dieses, was ich bei Aldi gekauft habe, Cevapcici. Gibt es auch noch dazu. Kann man sich dann aussuchen, was man lieber mag. Dieses hier hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Das ist auch super lecker. Ja, das bereite ich jetzt mal vor, denn meine Jungs kommen auch gleich. Aber erstmal geht es dann zum Friseur. Heute gehe ich ausnahmsweise mal mit zum Friseur. Also zwischendurch gehe ich immer mal mit, weil der Julian, ja, ist noch ein bisschen lütt, ne? Also in meinen Augen, da denke ich mir, da fährt die Mama dich doch lieber. Wer weiß, wie lange ich das noch machen darf, wisst ihr? Ich genieße das noch so sehr. Ich kann den ja nicht loslassen, den kleinen Mann. Aber ich mache das, keine Sorge. Also, ne? Ich bin es ja schon ein bisschen gewohnt mit den anderen beiden Großen. Aber das fällt mir jetzt beim Nesthäkchen besonders schwer, da bin ich ehrlich. Und jetzt mache ich hier mal voran. Wir sind zurück vom Friseur und lassen uns das jetzt schmecken. Ich habe auch schon so einen Hunger. Ich kann kaum warten, endlich zu essen. Der Julian hat auch schon angefangen, ne? Schmeckt's gut? Ja. Richtig gut. Also ich habe doch kein Cevapcici gemacht. Ich habe hier vegane Frikadellen. Dann halt dieses Gyrosfleisch. Also ich sage mal Fleisch dazu, ihr wisst ja, was ich meine. Und dann den mediterranen Reis. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und das ist ein Stück Schafskäse. Das war lecker. Aber jetzt bin ich auch pappsatt. Das sind übrigens die veganen Frikadellen von, ach, mir entfällt der Name immer, Rügenwalder Mühle. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, ist alles jetzt hier drin. Das ist das Praktische am Kleid. Da zwickt nichts, aber das werde ich gleich mal ausziehen. Ich werde mich gleich mal umziehen, denn wir haben eine Planänderung. In der Mädelsgruppe ist jetzt bei WhatsApp hier einiges los. Oh, es ist aber auch wieder. Wir wollten ja heute zu einer Veranstaltung gehen. Das ist so eine Afterwork-Veranstaltung mit Essen und Musik und so weiter. Ja, Pustekuchen wurde alles abgesagt.
Dementsprechend mussten wir jetzt gerade mal umplanen. Jetzt treffen wir uns bei meiner süßen Lene zu Hause. Das ist für mich ja nur eine Straße weiter. Dann setzen wir uns da auf die Terrasse. Und ganz ehrlich, dann kann ich mir auch eine gemütliche Hose anziehen, T-Shirt. Das reicht ja völlig. Dann fühle ich mich irgendwie wohler. Und dann ziehe ich Turnschuhe an, dann passt das schon. Ich habe irgendwie eine kleine Beobachterin, ne, da hinten. Habt ihr das gehört? Das war mein Knie. Ja, ich sag ja, es geht bergab körperlich, ne? Und nicht nur körperlich. Das ist die Nala. Und die Ella liegt im Korb. Und hier sieht's aus, ihr wollt's nicht wissen. Ja, von den Jungs keine Spur mehr, ne? Nein, die helfen aber auch. Aber nicht beim, also abräumen tun sie selber. Sie tun auch alles selber in den Geschirrspüler rein. Aber hier die ganzen Schnippeleien und so, das mache ich jetzt mal weg. Das ist ja auch schnell gemacht. Und dann ziehe ich mich um. Bum, bum. Das hat sich doch schön gereimt, oder? Wie süß kann man sein? Guckt euch mal die süße Bubi-Maus da an. Ist sie nicht süß? Oh, ich könnte sie den ganzen Tag knutschen, ne? Ich könnte den ganzen Tag so machen. Mache ich auch. Aber jetzt natürlich nicht, jetzt schläft sie. So, deswegen komme ich aber gar nicht rein. Es kommt mir echt so vor, als würden wir miteinander FaceTime. Das ist richtig cool. Ich wollte euch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, kennen die meisten wahrscheinlich eh schon, diese Behältnisse aus Glas, ne, mit Plastikdeckel zwar, die sind so cool. Die sind selbstverständlich von Action, woher auch sonst. Die gibt es in verschiedenen Größen und die sind super geeignet für Essensreste. Ja, das war es auch schon. Eventuell wollte ich mich gerade auch so ein bisschen jetzt vorm Aufräumen drücken. Da kommt auch jemand. Mal gucken, wer da reinkommt. Wir sind einfach mal gespannt, wer gerne mit dabei sein möchte hier bei YouTube. Oh, ist abgebogen. Kommt doch nicht hier rein. Ist eine Tür vorher abgebogen. Wie süß kann man sein? Hm? Wie süß kann man sein, mein Schatz? Oh, du süße Maus. Wo ist denn Daisy? Hm? Da ist ja die Daisy-Maus. Ich hab die schon vermisst. Ich hab die schon vermisst. Guckt mal bitte, wie süß die ist und guckt euch das bitte mal an, wie muckelig das hier ist. Jetzt habe ich schon Sprachstörung, obwohl wir noch gar nichts getrunken haben. Guckt mal, wie schön und gemütlich das ist. Hier ist was los, sag ich euch, obwohl noch gar nicht alle da sind. Och, ich freue mich so dermaßen auf diesen Abend. Wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag und hier ist was los. Das ist jeden Morgen so. Erzähl mal, Ella, was macht die Mama gerade falsch? Jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee machen möchte, möchten die beiden erstmal ein Würstchen haben, ne? Das ist ein Ritual. Ja? Ist es so? Es gibt erstmal was, ne? Und das fordern die beiden auch so richtig ein. Ich habe das alles schon parat gelegt. Guckt mal. Runter. Einmal für dich und einmal für dich. Lasst es euch schmecken. Darf ich mir jetzt einen Kaffee machen? Wir haben es mittlerweile schon knapp 5:30. Also es wird allerhöchste Zeit, dass ich jetzt mal mit dem Kuchen anfange. Ich wollte doch diesen Haselnuss-Butterkuchen machen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich schreibe euch das Rezept, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Irgendwie komme ich mir so vor, als würde ich meinen Text jetzt gerade ablesen. Ist aber nicht so. Ich habe hier nämlich mein Rezept und habe fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich das nicht gefunden hatte. Und da habe ich mir noch überlegt, oh nee. Weil ganz ehrlich, das Rezept bekomme ich sonst nicht wieder. Das finde ich bestimmt nicht im Netz. Das ist so ein tolles Rezept. Da bin ich so dankbar. Das ist mein absoluter Lieblingskuchen. Ich habe mehrere Lieblingskuchen. Ich habe ja auch mehrere Lieblingslieder, ganz viele Lieblingsfreundinnen und so. Also das dürft ihr nicht so genau nehmen. Mein Herz ist da sehr groß. Ich habe, oh, das ist bestimmt schon über 20 Jahre her. Genau, da hatte ich die Kinder auf jeden Fall noch nicht. Und da war ich in einem Verein, der hieß Lichtblick Hamburg. Und wir haben ältere und einsame Menschen besucht. Und das Rezept habe ich von einer älteren Dame bekommen. Da war ich nämlich zum Kaffee und Kuchen eingeladen und da hat mir der Kuchen so gut geschmeckt und da hat sie mir das Rezept gegeben. Ja, und da bin ich ganz glücklich drüber und sehr dankbar. Ich hoffe, es geht ihr gut. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe alles da. Ein Becher Sahne, ein Becher Zucker. Ja, das sollte ich alles da haben. Ich schreibe euch das, wie gesagt, auf und versuche euch jetzt ein bisschen mitzunehmen. Ich halte mich jetzt auch ein bisschen ran. Gestern war übrigens ein super schöner Abend gewesen. Ich habe euch ja so ein bisschen was gefilmt und morgen geht es gleich weiter. Also heute ist ja Freitag. Morgen gehen wir alle gemeinsam und noch mit anderen Leuten aufs Dorffest und das wird die Riesensause.
Also wenn ich mich nächste Woche im Vlog nicht mehr melden sollte, dann war es wahrscheinlich ein bisschen zu heftig. So, ich habe jetzt die Sahne, also einen Becher Sahne, ganz leicht aufgeschlagen. Da nehme ich jetzt auch den Becher weiterhin für die anderen Zutaten. Jetzt kommt nämlich noch ein Becher Zucker, zwei Becher Mehl, drei Eier. Ich hatte noch genau drei Eier. Habe ich ein Glück gehabt. Und eine Packung Backpulver kommt da jetzt mit rein. Dann vermenge ich das alles miteinander und dann kommt das alles auf das Backblech. Ich habe den Teig jetzt auf ein Backblech verteilt. Das habe ich mit einer Teigkarte gemacht. Das ist relativ dünn, also wundert euch da nicht. Natürlich habe ich vorher auch eingefettet. Und das Ganze kommt jetzt bei 200, ich musste kurz überlegen, bei 200 Grad Umluft für 10 Minuten in den Backofen. So, in der Zeit, wo der Teig jetzt im Backofen ist, kümmere ich mich um den Belag. Ich habe hier 125 Gramm Butter, die werde ich jetzt richtig schön schaumig rühren. Dann kommen die Nüsse mit hinzu. Ich habe hier so zwei Beutelchen, da sind immer 100 Gramm drin, also 200 Gramm insgesamt, kommen da gleich mit zu. Dann ein Becher Zucker, den habe ich auch schon hier. Und das war's. Genau, das vermenge ich dann und dann kommt das oben auf den Teig drauf. So sieht der Belag jetzt aus und der Teig, der sieht auch schön aus. Ich habe ihn eine Minute früher rausgenommen. Man musste immer so ein bisschen gucken. Das variiert natürlich von Backofen zu Backofen, aber für mich reicht das jetzt so. Und jetzt kommt die Masse oben drauf, wie gesagt. Das ist so ein bisschen tricky, das zu verteilen, aber mit einem Esslöffel geht das eigentlich ganz gut. Und dann geht das weitere 10 Minuten in den Backofen. Wenn ihr das riechen könntet, oh meine Güte, zumindest zeigen kann ich euch das ja mal. Guckt mal bitte, ist leider noch zu heiß, aber es riecht so gut und das wird bestimmt auch richtig gut schmecken. Ihr müsst unbedingt dieses Rezept nachbacken, wenn ihr Haselnüsse natürlich nur mögt und Butterkuchen und so. Oh, ich esse ja auch immer Sahne mit Kuchen und nicht andersrum. Natürlich mit Vanillezucker, das versteht sich von selbst, ne? So. Ich lasse den Kuchen jetzt abkühlen, so 2 Minuten, und nutze die Zeit und rede einmal noch mal ganz kurz mit euch über Bücher. Dieses Buch hatte ich ja zuletzt gelesen, das hatte ich euch auch schon gezeigt. Hast du Zeit von Andreas Winkelmann? Das ist ein Thriller. Ja, hat mir nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin flüssig durchgekommen, aber irgendwie habe ich so gar keine Beziehung zu den Protagonisten aufbauen können und irgendwie war mir das auch alles... Alleine auch schon das, ich muss mal ganz kurz überlegen, ich muss da erstmal wieder mich in die Geschichte jetzt reinfinden. Ich hätte mir natürlich auch mal vorher Gedanken machen können, aber das mache ich oft ja nicht. Ich finde auch das Mordmotiv so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also ich habe mir davon so ein bisschen mehr versprochen und ich habe dann auch noch gehofft, das Ende ist bestimmt der Oberhammer. Aber das war nicht der Oberhammer, wenn ich ehrlich bin. Also in meinen Augen auf jeden Fall nicht. Leider keine Empfehlung von mir. So, im Moment lese ich das Buch von Bianca Iosuboni, hatte ich euch auch schon erzählt, Golden Bay, den dritten Teil, How It Ends. Bin aber noch nicht am Ende. Ich bin jetzt auf Seite 272, das wundert mich selbst, aber ich habe es tatsächlich zeitlich diese Woche nicht geschafft. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das kann natürlich auch an meiner Stimmung oder an was auch immer irgendwie liegen. Ich war doch so begeistert von den beiden ersten Teilen, ne? Und habe mich ganz doll auf diesen Band gefreut. Aber bis jetzt ist das Gefühl auch gar nicht so da. Also alleine bis jetzt, ne? Bin schon weit über die Hälfte, aber egal. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich denke, wann kann ich endlich weiterlesen? Oder ganz am Anfang habe ich auch noch gesagt, ich muss das unbedingt ganz langsam lesen, damit ich ordentlich was davon habe. Damit ich das so ordentlich genießen kann. Ich weiß nicht, ob sich das noch einstellt. Ich werde euch das ja nächste Woche dann nochmal erzählen, wie ich das im Ganzen finde. Oh, da wird mein Typ verlangt. Auf alle Fälle ist es jetzt nicht so, dass ich sage, puh, das haut mich jetzt voll vom Hocker, da muss ich jetzt aber unbedingt den Kuchen beiseite schieben, also das ja sowieso nicht, und das Buch weiterlesen. Nee, nee, also ich bin gespannt. Ich werde das nachher ganz in Ruhe weiterlesen. Oh, die beiden Wauzidamen liegen da schon wieder so süß im Körbchen. Und lasst mir jetzt den Kuchen schmecken. Ich werde das Video jetzt auch beenden, weil ich denke, wir haben auch schon einiges auf der Uhr. Wir bekommen auch gleich Übernachtungsbesuch, haben hier noch so ein bisschen was vor und dementsprechend sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon und drück euch ganz lieb. Bis ganz bald. Tschüss.